Wohin auswandern? Lebe deinen Traum. Welcome to the world. Heute schauen wir uns an, welches die spanischsprachigen Länder sind und wie viele Deutsche dahin jeweils auswandern. Zugrunde liegend ist eine Statistik des Deutschen Statistischen Bundesamtes, die jeweils meistens im Herbst rauskommt, und die im Moment aktuellsten Daten sind von 2019. Das Schöne ist ja, wenn man eine Sprache erstmal gelernt hat, dass man sich dann dadurch ganz viele Länder erschlossen hat. Im Gegensatz zu, wenn man zum Beispiel sich für Ungarn entscheidet und wenn man dann Ungarisch lernt, ja, das kann man nur in Ungarn verwenden und nicht in einem anderen Land. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn man sich für spanischsprachige Länder entscheidet. Wenn es in einem spanischsprachigen Land irgendwann nicht mehr gefallen sein sollte oder die politische Situation sich wendet oder so, dann hast du die Möglichkeit, in ein anderes Land umzuziehen, ohne die Sprache wechseln zu müssen. Ein sehr, sehr großer Vorteil. Das wichtigste spanischsprachige Land aus deutscher Sicht ist Spanien. Das hat sicherlich mit der räumlichen Nähe zu tun und dass es da dort schon einige Deutsche gibt im Bereich von Denia, Alicante, in Marbella oder auf Mallorca, und auch auf den Kanaren leben auch einige Deutsche. Und das ist natürlich sehr attraktiv, wenn du auswandern möchtest, sodass du dann seicht sozusagen ins Ausland hinübergleiten kannst. Interessant ist, dass an zweiter Stelle bei diesen spanischsprachigen Ländern schon die zusammengefasste Anzahl für das übrige Amerika ist, wo, wenn ich das richtig erinnere, auch Ecuador, glaube ich, mit drin ist. Das sind mehrere kleinere Länder, und Panama steckt da, glaube ich, auch mit drin. Dann erst an dritter Stelle gilt Mexiko als Auswanderungsland für Leute, die sich ein spanischsprachiges Land suchen. Absteigend weitere spanischsprachige Auswanderungsländer sind Kolumbien, Chile, Paraguay, Argentinien, Peru, Costa Rica, Bolivien, Uruguay, Venezuela, Nicaragua und Honduras. Ein Land, in dem sehr viel Spanisch gesprochen wird, ist hier auf der Liste gar nicht drauf. Das sind die USA. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele, die dort mindestens zweisprachig aufwachsen. Eben Latinos, die in die USA gezogen sind und ihre Kinder dann trotzdem eben auch auf Spanisch aufwachsen lassen. Insofern gibt es sogar da Gegenden, wo man sich besser mit Spanisch fortbewegt als mit Englisch. Aber im Grunde genommen kommt man da auch überall mit Englisch durch. Aber ein interessanter Aspekt, bei USA denkt man immer sofort an Englisch. USA sind sehr viele Sprachen, und ja, manchmal wohnen die Leute eben auch geballt in irgendwelchen Vierteln. Und besonders in Florida hört man des Öfteren Spanisch. Ich hoffe, das hat dir etwas weitergeholfen bei deiner Auswanderungsentscheidung, wenn du weißt, wohin viele Deutsche auswandern. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei dieser wichtigen Entscheidung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Du hast dich noch nicht für ein Land entschieden und suchst noch weitere Informationen zum Thema Auswandern? Dafür haben wir eine Telegram-Gruppe und einen Kanal in Telegram für dich gegründet. In der Telegram-Gruppe kannst du mit anderen Gleichgesinnten Vor- und Nachteile von verschiedenen Ländern diskutieren, oder ihr schließt euch vielleicht zusammen und wandert gemeinsam aus. Die Telegram-Gruppe findest du unter dem Namen Wohin auswandern in einem Wort und ohne weitere Zeichen. Parallel dazu haben wir, damit es übersichtlicher bleibt, einen Kanal, in dem wir Nachrichten und Informationen rund um das Thema Auswandern posten. Diesen Kanal findest du unter wohin-auswandern-com. Wir freuen uns, wenn du uns an deiner Meinung teilhaben lässt, hier in den Kommentaren unter diesem Video. Dankeschön, tschüss!